Los, alter Mann, ich rufe dich. Okay, ich habe gerade meine ganze Kamera einfach umgeworfen. Und somit willkommen, Freunde, zu diesem geilen Pokémon-Video. Ihr könnt schon sehen, wir starten hier in einem kleinen Zimmer und so weiter mit unserem kleinen Pikachu und so. Und mit dabei in diesem kleinen Startzimmer ist Entwistledy. Singt alle mit. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Ja, ja, ja. Okay, Bar, mach es nach, wenn du weißt, es ist mal nein. Ja. Oh. Yeah. Okay, Freunde, ihr seht schon, ich bin in Feeling, weil ich habe mir die Map ein kleines bisschen angeguckt und die sieht gar... Boah, anderes Level, Digga. Egal, wir starten einfach rein, Freunde, ich würde sagen, let's go. So, und guck mal, wir sehen schon, Freunde, das hier ist die Stadt, Digga. Also geht, Bruder, Problem ist, Freunde, was wir hier bei dieser Map haben. Wir können kein Französisch und alles ist auf Französisch, aber ich werde euch ein bisschen helfen, weil Marokkaner können das trotzdem ein bisschen so nebenbei. Attrapé op... Ah, ey, aber ich hab's verstanden, Digga. Wir brauchen ein legendäres Pokémon, um hier reinzukommen, Freunde. Also heißt, wir müssten ein geiles Pokémon finden und fangen. Und dann können wir in die Arena, Freunde, und können einen Fight machen. Das wird wahrscheinlich sozusagen das Endziel sein von dieser ganzen Folge hier. Aber als allererstes suchen wir mal nach Professor Eich. Und ich glaube, wir sehen ihn sogar schon hier hinten. Hey. Oh, guck mal, der hat sogar schon hier ein bisschen was ready, Digga. Was hat er da gebaut? Digga, das sieht geisteskrank aus. Hallo, Bruder. Okay. Ja, wir nehmen einfach die Münze, Bruder. Ich habe keine Ahnung, was der Typ sagt. Wir nehmen einfach mal. Wie viel nehmen wir mit, Digga? Bist du noch Vorrat oder was? Okay, warte, lass mich kurz lesen und verstehen. Boah. Okay, ich glaube, ich weiß es, Digga. Komm mit. Okay. Denn, weißt du es wirklich oder tust du gerade? Nein, ich weiß es wirklich, Bruder. Ich weiß es wirklich. Also, ich kann es mir denken. Weil wir haben Münzen. Erstmal Supermarkt, Digga. Guck mal, und hier ist so ein Budget. Ah, und hier Pokebälle, Digga. Siehst du? Komm, kauf dir einen Pokéball. Perfekt, dann sind wir jetzt equipped, Leute. Und jetzt müssen wir uns auf die Suche machen, denn wir müssen ein paar Pokémons fangen. Boah, gib dir mal das hier, Digga. Junge, ich fühle das unnormal. Ich krieg richtig Bock. Ich fühle das gerade auch übel, Junge. Einfach Pokémon Center. Digga, nee. Wie geil. Hier können wir den PC aufmachen, Freunde. Hier können wir wahrscheinlich unsere Pokémon teilen oder sowas, falls wir in ein Fight Game müssen. Stabil? Warte, ich wirf die Krach hier mal ab. Okay, bringt nichts. Ich glaube, die kann man nicht fangen. Oh shit, nochmal die Musik. Ey, Bruder, wäre doch geil gewesen, wenn man die fangen kann. Und hör mir auf Musik. Oh shit, hier ist was. So, hier sind überall Pokémon. Okay, warte. Bruder. Du hast irgendwas gefangen, glaube ich. Ey, wir können die doch fangen. Warte, was? Oh shit. Hä, wir können fangen die mal alle. Ich nehm alle mit. Für den Pokémon. Ah, jetzt verstehe ich doch genau, was er zu mir meint. Okay, Freunde, haltet euch mal kurz fest. Drückt mal Tab. Öffne mal deine Map. Ja? Siehst du oben das Pokédex? Nein. Digga, das fühlt sich jetzt einfach gerade. Wir müssen, krank, das Pokédex voll kriegen, Freunde, und dann können wir sozusagen immer weiter in den nächsten Bereich, je mehr Pokémon wir fangen. Also, Digga, lass mal nach jedem. Digga, Junge, wie krank sieht das hier aus? Eine Sack de Noël. Digga, dieser Name auf Französisch, Digga. Okay. Ich glaube aber, wenn du die fängst, reicht es. Ja, ja, ich glaube, es reicht, wenn ich die fange. Hier oben ist auch noch so ein Affe, Digga. Okay, aber lass mal als erstes gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, guck mal, hier. Ey, André. Geh mal auf die Map. Ja. Kannst du schon denken, was das ist? Wo ich gerade pinge? Kannst du dir denken, was das vielleicht ist, Digga? Überleg gerade. Ich sag's dir jetzt schon. Bevor wir da hingehen. Nein, das Blaue. Dieses Blau-Weiße da auf der Brücke. Ah, das ist Odoman. Das ist ein Odoman, Junge. Der versperrt jetzt. 100% versperrt er den Weg. Wollen wir kurz gucken gehen? Komm, lass da. Das ist voll geil gemacht, Digga. Ich feier nur Odoman. Ey, sag mir nicht, wir können da jetzt nicht durch. Hä, da ist noch einer. Geil. Okay. Was brauchte man nochmal, damit er weggeht? Irgendwas braucht man. Ich glaube, du brauchst eine Flöte. Hier ist Dingen, bla bla bla. Ja, er schläft. Wir müssen ihn aufwecken. Aber wo finden wir eine Flöte? Wir waren hier schon überall. Sucht mal ein bisschen hier in dem Bereich nach Pokémons, Digga. Ich guck mal ein bisschen weiter hinten. Ja, ja. Denn. Hallo, was geht, Habub? Hast du jemanden gefunden? Ja, nee. Mit wem redest du denn? Oh, ich hab was. Komm mal her. Okay. Hä, wie geil. Bin da. Hier liegt ein Pokéball, Digga. Das ist ein Item oder so. Oh, hier ist was. Ah, nee, das hatten wir schon. Komm mal her, wo bist du? Ja, ich bin da. Ich bin neben dir. Guck mal. Hier ist die Flöte. Hier ist die Flöte, Digga. Zack. Und mitgenommen, Digga. Halt's mal. Können wir den jetzt aufwecken? Oder ist er schon weg? Oh, mein Gott. Nee, der ist noch da. Der ist noch da. Er ist noch da. Okay. Steck die Flöte in seinen Arsch. Bruder, ich mach mich bereit, Digga. Ich komm da jetzt mit Antrieb und Anlauf drauf auf den. Okay, Digga. So, ich steck diese scheiß Flöte jetzt in seinen Arsch, Alter. Komm. Batz. Oh, shit. Ey, Junge, wie geil ist das gemacht? Okay, Freunde, aber wir brauchen immer noch ein legendäres Pokémon. Es passt eigentlich, Digga. D-King ist auch hier. Es ist eigentlich legendär. D-King oder Blaze? Die sehen beide gleich aus. Digga, das ist D-King. Das ist full D-King, Junge. Ja, ne? D-King! Oh mein Gott, wie geil sieht das Pokémon aus? Okay, Freunde, ich glaube, wir sind gerade einfach noch am Pokémon fangen hier. Wir sollten mal weitermachen mit Story. Komm mal mit. Wir haben schon gut viele. Sammeln so alle ein, die du nebenbei siehst. Ja. Okay, wir müssen hier mit dem Farmer reden. Bonjour, Jean Trossoir. Und what c'est échappé de mon club? Pourrais-tu le ramener? Ah.
Also, jetzt mal for real, Digga. Kurze Übersetzung für alle, die sich verstanden haben. Freunde, mein Schaf ist weggelaufen. Könnt ihr bitte mein Schaf wiederfinden? Bitte. Weil ich wieder... Ist er nicht genau neben ihm? Nein, der hat mehrere. Ah. Er hat mehrere. What? So heißen diese Pokémons anscheinend auf Französisch. Und die müssen wir jetzt finden, Freunde. Hä? Ich glaube sogar, ich sehe die schon. Willst du mich verarschen? Sind die alle im Stall? Hä? Bist du blöd? Der will uns verarschen. Ich glaube, der hat irgendwas vor. Geh doch selber dahin. Oh, das sind alles... Keine Ahnung. Nee, das kann es gar nicht sein. Ich glaube, eins ist nicht weggelaufen. Hier ist was. Hier ist was. Oh, guck mal. Nein, hier sind Fußspuren, Digga. Oh, lol. Hä, wie krass ist das gemacht? Ey, hier sind noch mehr, hier sind noch mehr, hier sind noch mehr. Komm mit, komm mit. Dann hier lang. Sind denn auf deinen Sporen? Bruder, was ist das für ein Schaf, Digga? Wo ist das hingelaufen? Bruder. Oh mein Gott, guck mal hier oben. Holy shit. Digga, wer ist er? Halt's Maul. Ich hab einen Garados. Krass, okay, warte. Wie weit sind wir beim Pokédex? Wir haben einfach fast alles schon. Oh mein Gott. Aber es fehlt immer noch das legendäre, Freunde. Aber Garados kommt schon sehr stark dran. Ja. Hier ist noch so ein Dicking. Haben wir die Fußspuren jetzt verloren? Ja. Wir sind abgelenkt worden von Garados. Oder geht es hier hoch? Wait a second. Guck mal, hier enden die, glaube ich. Oh, André. Guck mal, was ich hier sehe. Sagst du Deathrun oder was? Bruder. Digga, was ist das für ein Pokémon? Digga, ein Deathrun, den... Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es ein Pokémon sein soll. Richtig geil. Digga. Okay. Junge, er macht richtig ernst mit seinem Deathrun. Freunde, wir sehen uns ja nicht. Warte, man kann cheaten. Alles gut, Bruder, man kann cheaten. Ich hab's gefunden, du kleiner Bastard, Junge. Was soll das, Junge? Verpiss dich. Okay, Freunde, wir haben das Schaf gefunden. Keine Ahnung, was das Ding gemacht hat. Und jetzt kann der Kackfarmer sein Schaf wieder bumsen. Will jetzt endlich mal kacke legendäres Pokémon und in die Arena gehen, Alter. Hier liegt sogar Scheiße. Odomanns Gehirn. Wo? Ich hab Odomanns Gehirn gefunden. Digga, ich seh das erst jetzt. Fang ihn lieber. Jungs, ich habe Odomanns Ei gefunden. Hier liegt das die ganze Zeit, Digga. Ach so. Digga, wir machen einfach Pokémon in 2020. Damals mit Fahrrad, Freunde, wenn ihr das Spiel gespielt habt, jetzt mit Roller. Oh, Digga, übel. Digga, übel klug. So, was geht, Kollege? Merci, halt dein Schnatzen. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, bereit, immer in das Haus reinzugehen, Freunde. Und ich glaube, da werden wir vielleicht das legendäre Pokémon finden. Inshallah, ich hoffe es mal. So, Freunde, wir sind jetzt auch hier in diesem Ding drin, Digga. Was ist das für Pokémon? Das sind diese Inkognitos, da muss man ganz viele von fangen und dann hat man irgendwas bekommen, Digga. Das war richtig schwer. Kennst du das nicht mehr? Identifizier Sesarbi. Ah, guck mal, wir müssen 5 von denen finden. Nee, halt's mal, wir müssen jetzt nicht zu denen hochgehen. Man kann die so nicht abschmeißen. Warte. Oh, Jump'n'Run Master, Digga. Let's go. Haben wir 2 von 5. Wo sind die anderen? Okay. Nee, hier ist ne. Ah, doch, hier ist eins. 3 von 5. André, geh doch nicht einfach dahin, wo ich den gehe, sondern vielleicht auch mal woanders. Mann, lass mich. Damit wir dich schneller finden. Geh du jetzt hier unten hin, André. Ich geh jetzt hier oben. Ja, geh nach oben. Ich bin eh runtergefallen. Und ich hab auch einen gefunden. Siehst du, so schnell geht das. Perfekt. Scheiß Vollidiot, Digga. Ey, ich fang dich. Ich fang dich, du kack Pokémon, du fettes Relaxo. Legendäres Pokémon. Okay, Freunde, wir sehen schon, uns fehlen nur noch 5 Pokémon. Und ich glaube, die werden wir da hinten in dieser riesigen Höhle finden. Aber ich war vorhin zu. Ich war da vorhin, Freunde, und hab geguckt, aber die war eigentlich zu. Vielleicht sie jetzt auf. Ich sehe, sie ist auf. Man perfekt. Ja? Ja, hier ist auch noch eins. Oh! Okay, 4 Stück noch? Noch 4 Stück, Freunde. Als ob wir das nicht gefunden haben. Holy shit! Digga, der Typ ist ein Genie. Oh mein Gott, Digga. Augen, Junge. Einfach ein Onix, Freunde. Haben wir die schon? Ah, ne, die hatten wir noch nicht. Und die, okay, 2 Stück noch. Komm, eins davon ist legendär, Freunde. Und dann können wir reingehen. Ja, perfekt. Das war nichts. Wetten wir das? Da ist auch nichts in dem hier. Wetten wir? Ja, wetten in der Mitte. 1 Million Euro. Ja, komm, der macht Crater Code Werbung. Leckt mich. Ihr könnt an der Stelle meinen Crater Code benutzen, Freunde. Und ja, da ist es. Oh mein Gott. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Yo Olli? Nein, Jirachi, genau. Das ist auch der deutsche Name, glaube ich. Jirachi. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott, Digga. Hat mir so beim ersten Blick gar nichts gesagt, irgendwie. Das ist voll komisch gebaut. Okay, Freunde. Jetzt können wir endlich den Fight machen. Mashallah, Habub, wir haben es geschafft. Aber uns fehlt immer noch eins, das letzte. Das letzte? Ja. Hä? Eins fehlt noch und das ist ganz, ganz am Schluss beim Pokédex. Entweder, vielleicht sehen wir das auch in der Arena, wenn wir die Stimmt, ja. Safe. Oh, so, Freunde, wir sind wieder zurück in der City. Dingens, pack dein Fahrrad aus, weil jetzt können wir hier wieder mit Fahrrad fahren. Ich hab ihn nicht mehr. Aber. Hä? Okay, komm. Hä? Habt ihr das gerade Was war gerade mit deinem Kopf los? Du hast gerade einfach so ein Dreieckskopf bei mir, Digga. Einfach so ein Dreieck. Okay, Freunde. Bevor wir in die Arena können, müssen wir erstmal unsere Pokémon heilen, weil sonst sind die natürlich alle noch low, wenn die gerade erst gefangen haben. Von daher nochmal Musik. Gib ihm, Digga. Komm, halt die Pokémons. Zack. Dankeschön. So, und ich glaube, ist die Arena ist offen. Die Arena ist offen, Freunde. Und das ist das Ende jetzt. Komm, bitte gib diesen, bitte der heftigste Fight der Welt. Glurak! Oh! Und das ist unser Onix. Onix und Angel. Oh, Onix ist in Flammen. Es sieht auch nochmal geil aus. Oh mein Gott. Greift er jetzt zurück an? Oh, what the fuck? Steine. What?
Oh, okay, komm, wir fangen den jetzt auch. Geh, können wir den fangen? Hallo? Egal, wir helfen Onyx. Aber guck mal, wir haben im Pokédex, wir haben alle gefangen. Ja, Mann. Wir haben alle Pokémon gefangen, Freunde. Digga, ich muss sagen, ich fand, das war echt eine geile Map, Freunde. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne selber hier diesen Code spielen. Ihr seht oben verlinkt und so weiter. Ansonsten, Freunde, wir haben auch noch bald ein geiles Pokémon-Format geplant. Deswegen bleibt gerne dran, abonniert den Kanal, aktiviert Glocke und so. Warum sage ich das am Ende, Digga? Tschüss. Es juckt eh keinen, die haben schon. Ja, die sind alle eh schon weg, Digga. Ja. Aber an alle, die noch da sind, benutzt meinen Creator-Code.